Die Nintendo Switch, seit Jahren eine der beliebtesten Konsolen, betroffen von einem der größten Probleme, Stick Drift. Wir haben eine der neuesten Lösungen für das Problem einmal selbst ausprobiert. Laut einer Umfrage waren rund 40% aller befragten Switch-Nutzer schon mal vom Joy-Con-Drift betroffen. So ziemlich jeder dürfte also jemanden kennen, bei dem die Joy-Cons mitten im Spiel in eine falsche Richtung zeigen. Auch wenn Nintendo selbst sagt, dass ständig an den Analog-Sticks weitergearbeitet wird, um sie zu verbessern. Wie kommt es aber überhaupt dazu? Der Stick überträgt seine Bewegung auf zwei Achsen mit Metallteilen. Durch die Bewegung ändert sich der elektrische Widerstand, der wiederum gemessen wird und in eine Bewegung in der Konsole übersetzt werden kann. Da gibt es einiges an möglichen Abnutzungserscheinungen. Es sind eben mechanische Teile, die ein bisschen aneinander reiben. Außerdem stimmt auch nur ein bisschen der Druck nicht, kommt es nicht mehr zum Kontakt, Bewegungen werden nicht mehr registriert. Zentriert wird der Stick durch eine Feder, gibt die nach, bleibt der Stick in eine Richtung hängen. Und was macht man jetzt gegen das Problem? Da gibt es einige Lösungen. Im einfachsten Fall reicht eine Neukalibrierung. In den Einstellungen der Switch könnt ihr einen leichten Drift als Standard setzen. Damit löst ihr das Problem jetzt zwar nicht dauerhaft, verschafft euch aber genügend Zeit, eine der anderen Lösungen auszuprobieren. Gründliches Reinigen der Analogsticks kann in ein paar Fällen helfen, etwa wenn einfach nur Staub für Probleme sorgt. Eine andere Lösung? Einschicken. Nintendo tauscht über das eigene Reparaturportal Joy-Cons mit Stick Drift aus, dann müsst ihr aber einige Zeit ohne Joy-Cons auskommen. Also reparieren wir es am besten einfach selbst. Wenn wir jetzt aber die Sticks wieder durch Sticks mit der gleichen Technik ersetzen, dann stehen wir noch bald wieder vor dem gleichen Problem. Vielleicht etwas robuster sind die Sticks, die GoodieKit produziert hat. Das sind Joy-Con-Analog-Sticks, die auf Hall-Sensoren setzen. Hall-Sensoren messen die Position der Sticks anhand von Elektromagneten, haben also weniger mechanische Bauteile, die verschleißen könnten. Sicher, auch Magneten geben irgendwann mal ihren Geist auf, aber wir können vermuten, dass diese Lösung etwas länger halten sollte als die originale. Bereits der Dreamcast-Controller hat auf Hall-Sensoren gesetzt und Berichte dazu, dass es dort zu Stickdrift kam, sind rar. Wenn ihr da natürlich andere Erfahrungen habt, gerne in die Kommentare damit. Ich habe bei einem Set Joy-Cons die Sticks bereits gewechselt, der Austausch ist recht eingängig. Joy-Cons aufschrauben, alte Analog-Sticks raus, neue Analog-Sticks rein, dabei im besten Fall keiner der Kabel abreißen, Klappe zu, neu kalibrieren und fertig. Alles an Werkzeug, das ihr für den Austausch braucht, wird im Kit bereits mitgeliefert. Das Ergebnis? Wenn man es nicht weiß, spürt man gar keinen Unterschied. Ansonsten fallen die kleineren Dead Zones auf, man muss also den Stick weniger bewegen, um auch eine Bewegung zu erzeugen. Und jetzt, zumindest nach den ersten paar Monaten im Einsatz, zeigen sich auch keine Abnutzungserscheinungen. Klar, ob nun diese Technik wirklich langlebiger ist als die Sticks der Original-Joy-Cons, wird nur ein Langzeittest zeigen können. Aber zumindest technisch gesehen sollten sie es sein. Was also solltet ihr tun? Funktionieren die Sticks an euren Joy-Cons? Falls ja, dann macht erstmal gar nichts. Einfach so die Sticks zu wechseln ergibt unserer Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Es ist ja gut möglich, dass ihr nie vom Drift der Joy-Cons betroffen sein werdet. Funktionieren die Sticks nicht? Wenn ihr warten könnt, dann schickt sie zu Nintendo. Ihr bekommt dann ein repariertes Paar zum Austausch. Wenn ihr nicht warten könnt, dann könnt ihr sie ziemlich einfach selbst reparieren. Diese Hall-Effekt-Sticks mögen dann nicht die günstigste Option sein, aber eine, die zumindest auf dem Papier langlebiger ist. Seid oder wart ihr vom Joy-Con-Drift betroffen? Und wenn ja, was war eure Lösung dafür? Schreibt es uns in die Kommentare.